Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am Reformationsfest. Der Herr möchte uns diesen Gottesdienst segnen durch sein Wort und sein Sakrament. Amen. Thank you.
Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Ehre sei dem Vater und dem Sohne. Und dem Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison. Erbarme dich, Christe eleison. Christus, erbarme dich. Kyrie eleison. Erbarme dich über uns. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Wir loben dich, wir bedeihen dich, wir beten dich an, wir preisen dich, wir sagen dir. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lasst uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, stärke und erhalte uns in deinem lebendigen Wort. Hilf uns, dass wir es recht erkennen und in treuem Glauben mit Taten der Liebe bezeugen, dir zu Lob und Preis. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hört die Epistel, wie sie geschrieben steht, für den Reformationstag in der Offenbarung des Johannes im 14. Kapitel. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Halleluja! Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Halleluja! 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 Thank you.
wird auch das Evangelium dieses Festtags, wie es geschrieben steht, beim Evangelisten Matthäus im 11. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt. Und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Gelobt seist du, Herr Jesus. Wir wollen unseren heiligen christlichen Glauben bekennen mit den Worten des Nizänischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an einen einigen, allmächtigen Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erden, alles, das sichtbar und unsichtbar ist, und an einen einigen Herrn, Jesus Christus, Gottes einigen Sohn, der vom Vater geboren ist vor der ganzen Welt. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott vom wahrhaftigen Gott. Geboren, nicht geschaffen, mit dem Vater in einerlei Wesen, durch welchen alles geschaffen ist, welcher um uns Menschen und um unserer Seligkeit willen vom Himmel kommen ist und leibhaftig worden durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und Mensch worden, auch für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, gelitten und begraben, und am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und ist aufgefahren gen Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen mit Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Toten, des Reich kein Ende haben wird, und an den Herrn, den Heiligen Geist, der da lebendig macht, der vom Vater und dem Sohn ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und zugleich geehret wird, der durch die Propheten geredet hat, und eine einige, heilige, christliche, apostolische Kirche. Ich bekenne eine einige Taufe zur Vergebung der Sünden und warte auf die Auferstehung der Toten und ein Leben der zukünftigen Welt. Amen. Thank you.
Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Amen. Hört Gottes Wort, wie es geschrieben steht im 46. Psalm, die Verse 1 bis 6. Ein Lied der Söhne Korach vorzusingen nach der Weise Jungfrauen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, Selah. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Der Herr segne sein Wort an unserem Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, der Volksmund meint, man solle doch die Feste feiern, wie sie fallen. Und das tut der Großteil der Bevölkerung ja auch. Die Leute freuen sich über den heutigen Feiertag, auch wenn sie nicht wissen, woher er kommt und warum er ein Feiertag ist. Reformationsfest ist nicht eines jener großen Feste wie Weihnachten oder Ostern, die die ganze Christenheit feiert und von denen noch viele Menschen auch in unserem Volk eine Ahnung haben. Diese beiden Feste werden wirklich als Feste gefeiert, etwa zum Beispiel mit Geschenken. Die Geschenke sollen ja zum Ausdruck bringen, wie reich Gott uns beschenkt hat, zu Weihnachten mit der Geburt seines Sohnes und zu Ostern mit seiner vollbrachten Erlösung und der Auferstehung unseres Herrn und Heilandes. Reformationsfest ist ein besonderes Fest der evangelisch-lutherischen Kirche. Aber wie feiern wir es? Diente es nur dazu, Zwietracht zu säen zwischen Katholiken und Protestanten, dann wäre es wohl besser, wir würden heute arbeiten gehen. Vom Reformator Martin Luther wollen wir lernen, wie wir diesen Tag feiern können. In allem war er fest gegründet auf Gottes Wort, in seinem Denken, Reden und Leben. Und so wollen auch wir heute uns fest gründen lassen auf den ewigen Fels des göttlichen Wortes. Der sogenannte feste Burgpsalm leitet uns dabei an. Als evangelisch-lutherische Christen feiern wir das Reformationsfest demütig, dankbar und furchtlos. Demut, für viele Menschen ist das heute nicht nur ein Fremdwort. Wer möchte schon als demütig bezeichnet werden? Da kann man in dieser Gesellschaft ja überhaupt nicht bestehen und nicht vorankommen. Man gilt als rückständig. Ein deutsches Wörterbuch erklärt den Begriff folgendermaßen: Demütig ist, wer die Liebe zum Dienen besitzt, wer sich selbst erniedrigt. Demütig ist, wer eine tiefe Bescheidenheit aufweist und ohne Geltungsbedürfnis lebt. Und genau diese Eigenschaften waren Grundzüge des Lebens von Martin Luther. Das Bekenntnis des Psalmdichters, was wir gerade gehört haben, war auch Luthers Bekenntnis: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Martin hatte eine harte Kindheit, aber trotzdem beugte er sich demütig unter die Zucht seiner Eltern und stets hielt er sie in Ehren. Johannes Mathesius, sein Zeitgenosse und der erste Biograf Luthers,
nannte Martin Luther einen fröhlichen Gesellen. Luther liebte die Wissenschaften, war aufrichtig zu seinen Freunden und voll ernsten Strebens. Andererseits hörte er demütig auf die Stimme seines Gewissens. Unaufhörlich lag ihm die Frage des Kerkermeisters von Philippi auf dem Herzen: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und schließlich wirft er alle Freude und Freundschaft der Welt, alle Ehre und Karriere hin. Er geht ins Kloster, weil er sich als armer Sünder erkennt, obwohl er ein ehrbares Leben geführt hat. Die Angst um sein ewiges Heil trieb ihn aus der Welt in die stillen Klostermauern. Und dort verrichtete er die niedrigsten Dienste. Vor allem suchte er in Demut Gottes Gnade durch Fasten, enthaltsames Leben, in Wachen und Beten. Und er ist nicht eher ruhig geworden, hat nicht eher Frieden gefunden, bis er im Glauben dessen gewiss war: Mir sind meine Sünden vergeben durch Jesus Christus, meinen Erlöser. Demütig war Martin Luther auch gegenüber seinen Vorgesetzten in der Kirche, auch dem Papst gegenüber. Er wollte in seiner geliebten Kirche bleiben, sie doch viel lieber wieder auf den richtigen Weg bringen. Nicht leicht ist es ihm geworden, die letzte Brücke zwischen Wittenberg und Rom abzubrechen. Und demütig war Luther auch in finanziellen Angelegenheiten. Seine Vorlesungen hielt er unentgeltlich, für seine Schriften nahm er nichts. Er hatte ein Herz für die Not der Armen. Als ein um seines Glaubens willen Verfolgter hilfesuchend zu ihm kommt, nimmt Luther seinen letzten Joachimstaler aus dem Beutel und gibt ihm dem armen Studenten mit den Worten: Joachim, komm heraus, der Herr Christus ruft dich. Und einem anderen armen Studenten gab er einen silbernen Becher als Reisegeld mit den Worten: Trag ihn flugs zum Goldschmied und verkauf ihn und reise in Gottes Namen. Zu dieser Zeit hatte Luther selbst kein Geld. Und darum gab er dem Studenten das Geschenk seines Kurfürsten. Demütig richtete Luther all seine Hoffnung auf Gott. Aus sich selbst wollte er nichts. Alles allein von Gott und seiner Gnade, wie wir vorhin gerade den Chor gehört haben. Das war auch der Inhalt seiner Predigten, dass mit unserer Macht eben nichts getan ist, dass der Mensch vor Gott gerecht ist, allein durch Jesus Christus, ohne Werke des Gesetzes. Und so, meine Lieben, lasst uns Reformationsfest auch demütig feiern, denn nur den Demütigen gibt Gott Gnade. Lasst uns also nicht hochmütig auf Gläubige in anderen Kirchen schauen, denen das Licht der Wahrheit noch nicht so hell leuchtet. Wir wollen ihnen vielmehr dienen mit dem klaren Wort Gottes. Und lasst uns unser Vertrauen nicht auf die eigene Kraft setzen, sondern ganz auf Gottes Stärke und Gnade. Ja, Menschen haben zwar vieles und Großes vollbracht, und mit unserer Hände Arbeit haben wir ja auch vieles zustande gebracht. Wir leben in Wohlstand und in Frieden. Und trotzdem gilt: Mit unserer Macht ist nichts getan. Allein aus Gnade werden wir vor Gott gerecht erlangen das ewige Leben. Dass Gott uns so gnädig ist, sollte uns demütig machen. Wir haben nichts von dem verdient, weder Wohlstand und Frieden noch unsere Seligkeit.
Folgen wir also demütig dem Herrn Jesus Christus, feiern wir ein gesegnetes Reformationsfest. Denn er selbst ist ja sanftmütig und von Herzen demütig. Er erinnert uns durch sein Wort an unsere Sünde und Schuld. Dadurch sollen wir demütig werden vor Gott und ihn demütig um Vergebung unserer Sünde bitten. Denn Gott allein ist in dieser großen Not unsere Zuversicht. Bei ihm allein finden wir Vergebung. Und er allein hat die Macht, unsere Sünden zu vergeben, weil sein Sohn Jesus Christus sie alle schon getilgt hat. Möchten wir deshalb die Bitte des Apostels Petrus beherzigen und alle miteinander festhalten an der Demut. Als evangelisch-lutherische Christen feiern wir Reformationsfest demütig und dankbar. Wir haben viel Grund, Gott zu danken im Blick auf das Werk der Reformation. Als Martin Luther Frieden suchte für Herz und Gewissen, da ging er ins Kloster. Da wollte er ein Gott wohlgefälliges Leben führen, voller Entbehrung. Wir haben durch Luther gelernt, Buße zu tun mit Herz und Leben, Frieden zu suchen unter dem Kreuz des Herrn Christus. Dieser hat uns ja versöhnt mit Gott durch seinen Tod. Wir müssen uns nichts mehr verdienen. Als Luther nach Rom zog, fand er in allen christlichen Ländern Priesterherrschaft und Heiligendienst. Wir aber sind durch Martin Luther zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes befreit. Wir haben durch Christus freien Zugang zu dem Herzen unseres himmlischen Vaters. Wir müssen nicht Heilige oder Menschen als Mittler um etwas bitten, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Und als Luther dann gegen den Ablasshandel auftrat, war es die Werkgerechtigkeit überhaupt, die er als unevangelisch bekämpfte. Damit hat er aus der Heiligen Schrift wieder ans Tageslicht gebracht, dass wir uns nicht mit guten Werken die Seligkeit erarbeiten können. Allein aus göttlicher Gnade sollen wir gerecht werden. Und weil Jesus Christus uns die Seligkeit verdient hat. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Als Luther dann zum Widerruf genötigt wurde, als er in Worms vor Kaiser und Reich stand, da wollte man seine Lehre widerlegen aus den Kirchenvätern, den Konzilsbeschlüssen und der Tradition der Kirche. Luther aber berief sich auf die Heilige Schrift als die einzige Quelle und Norm unseres Glaubens. Und das halten wir fest, weil der Herr Christus lehrt, in der Schrift das ewige Leben zu suchen. Sie ist, die von Jesus Christus Zeugnis ablegt. Und Christus selbst preist die selig, die das Wort Gottes hören und in ihrem Herzen bewahren. Als Luther dann weiter gegen die päpstliche Kirche auftrat, besaßen allein die Priester das Recht, bei der Abendmahlsfeier aus dem Kelch zu trinken. Ein Vorrecht, das klar gegen Gottes Wort stritt. Luther hat nach Jesu Einsetzung uns nicht nur diesen Genuss wieder zugänglich gemacht. Er hat ebenso das Dogma der Wandlungslehre widerlegt. Ja, am Tisch des Herrn genießen wir unter Brot und Wein Jesu wahren Leib und Blut. Beides zur Vergebung unserer Sünden. Ein Trost, den uns niemand nehmen kann. Wollten wir nun alle Segnungen der Reformation aufzählen, würden wir nicht so schnell zu einem Ende finden. Wahrlich, wir verdanken Gott durch seinen Martin Luther unendlich viel. Er hat das verschüttete Evangelium wieder ans Licht gebracht
Und uns leuchtet es noch heute aus Gottes Wort in unserer Kirche. Und wir können nur bekennen, gebt unserem Gott die Ehre. Als evangelisch-lutherische Christen feiern wir das Reformationsfest demütig, dankbar und auch furchtlos. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Als Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg schlug, da wusste er wohl, dass er damit den Widerspruch der katholischen Kirche hervorrufen würde. Ihm war ganz bestimmt auch klar, was die Folge für ihn sein könnte: Tod als Ketzer auf dem Scheiterhaufen, so wie Jan Hus und andere vor ihm. Der Papst selbst hatte ja den Ablasshandel angeordnet, weil sich damit eine ergiebige Einnahmequelle auftat. Und diese machte der Mönch Martin Luther nun der Kirche streitig. Dazu gehörte ein Mut, der nur zu begreifen ist, wenn wir uns vergegenwärtigen, welche schweren Kämpfe Luther zuvor in seinem Gewissen durchrungen hatte. Wenn Luther nun nicht brechen wollte mit der Wahrheit, gab es kein Zurück mehr. Und so nahm dann später Martin Luther furchtlos die päpstliche Bannbulle, die ihn aus der Kirche ausschloss und ihn verdammte, und verbrannte sie vor den Toren Wittenbergs. Als er dann nach Rom vorgeladen wurde vor Kaiser und Reich, rieten ihm viele seiner Bekannten ab, dahin zu gehen. Aber Luther sprach furchtlos: Wenn so viel Teufel zu Worms wären wie Ziegel auf den Dächern, wollte ich doch hingehen. Und dann erklärte ihn der Kaiser für vogelfrei. Luther besaß keinerlei bürgerliche Rechte mehr. Der Kaiser verhängte die Reichsacht über ihn. Luther stand unter keinem Schutz mehr. Wer ihn tötete, hatte nicht mit Strafe zu rechnen. Das ließ einem Martin Luther ganz bestimmt nicht kalt. Und trotzdem lehrte und predigte er das Evangelium weiter. Er ließ sich durch nichts und niemanden einschüchtern und irre machen. Solchen furchtlosen Mut brauchen auch wir als evangelisch-lutherische Christen. Feinde gibt es ja noch immer. Feinde von außen und Feinde von innen. In den Augen der großen Kirchen sind wir ja nur ein kleines Häuflein von Abtrünnigen. Und da gilt es, auf der Hut zu sein, furchtlos einzutreten für das Licht des Evangeliums, für Gottes klares Wort. Da gilt es, Stellung zu beziehen, zum Beispiel gegen Abtreibung, gegen Homosexualität, gegen gleichgeschlechtliche Partnerschaften, gegen Ehe ohne Trauschein, gegen die Verwässerung des göttlichen Wortes. Auch gegen die Feinde des Evangeliums unter uns haben wir zu kämpfen. Zum Beispiel gegen offenbaren Unglauben, aber ebenso gegen Gleichgültigkeit, Lauheit oder vielleicht Selbstgerechtigkeit. Die Kraft dazu dürfen wir uns aus demselben Wort Gottes schöpfen wie einst Martin Luther. Gott ist bei ihr drinnen, schreibt der Psalmschreiber, bei den wahren Gläubigen, und darum werden sie fest bleiben. Bleiben wir deshalb demütig, dankbar und furchtlos unter Gottes Wort, dann feiern wir auch das Reformationsfest richtig. Dazu helfe uns der gnädige Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns beten. Herr Gott, Vater der Barmherzigkeit, du erleuchtest deine Kirche durch den Heiligen Geist. Wir bitten dich, erhalte sie in deiner Wahrheit. Lass das helle Licht des Evangeliums in ihr scheinen und mache dadurch alle selig, die daran glauben. Sei du selbst bei uns gegenwärtig in deinem lebendigen Wort und im Heiligen Sakrament. Rette deine Kirche mitten in allem Streit. Beschütze deine Christenheit, die sich auf dich verlässt. Erhalte dir ein Volk, das dich erkennt, ehrt und anbetet. Mache uns fähig und willig zu allem guten Werk. Erwecke uns durch deinen Geist zu Taten der Liebe. Mache uns frei von Furcht und unnötiger Sorge, von Gleichgültigkeit und Schwäche. Rüste uns mit der Kraft des Glaubens aus. Gib deiner ganzen Christenheit den Geist der Wahrheit und der Liebe, dass sie dir mit freudigem Herzen dient. Erbaue uns zu deinem heiligen Tempel, dass wir dich in wahrer Gemeinschaft mit allen Heiligen und Erlösten loben und anbeten. Amen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herzen.
Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wahrhaft würdig, heilsam und recht ist es, dass wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und überall Dank sagen durch Christus, unseren Herrn. Denn er, der ewige Hirte, bewahrt seine Herde auf dem Grund der Apostel und Propheten und durch den Dienst seiner Hirten und Lehrer, damit wir erhalten bleiben in der Gemeinde der Heiligen auf Erden wie im Himmel. Darum mit allen Engeln und Erzengeln, mit den Mächten und Gewalten und mit dem ganzen himmlischen Heer singen wir deine Herrlichkeit, deinen Lobgesang und bekennen ohne Ende. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr sie hat, all sind Himmel und Erdreich. Die Glieder der Gemeinde, die heute zum Tisch des Herrn gehen, bitte und vermahne ich, dass sie das heilige Sakrament in aufrichtigem Glauben an die Verheißung Gottes empfangen. Dazu mögen ihnen drei Stücke helfen. Als erstes, erkennt eure Sünden, seid aufrichtig traurig über sie und bekennt euch von Herzen zu Gott. Als zweites, vertraut auf die Zusage des Evangeliums, dass euch Gott, der Vater, durch seinen Sohn Jesus Christus, unseren Mittler und Herrn, alle Sünden aus Gnade vergibt. Als drittes, empfangt das heilige Sakrament unseres Herrn Jesus Christus dankbar gegenüber Gott dafür, dass er seinen lieben Sohn für euch in den Tod gegeben hat. Bittet ihn, dass er euch durch den Heiligen Geist im Glauben bis ans Ende erhält. So kommt denn zum Tisch des Herrn. Er wird euch unter dem Brot und Wein seinen Leib und Blut als Unterpfand der Vergebung aller eurer Sünde geben. Er wird euch durch die Gaben seiner Gnade stärken und helfen, Gott in Zukunft zu fürchten und zu ehren, sein Wort gern zu hören, von Herzen zu beten, in eurem Stand Gott zu dienen, in Trübsal geduldig und dem Heiligen Geist in der Liebe zu Gott und dem Nächsten gehorsam zu sein. Das verleihe euch Gott, der Vater, durch Jesus Christus, seinen Sohn, in dem Heiligen Geist. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn es ist alles bereit. Nehmt hin und esst, das ist der wahre Leib eures Herrn und Heilandes Jesus Christus, für euch dahingegeben in den Tod. Nehmt hin und esst. Das ist der wahre Leib eures Herrn und Heilandes Jesus Christus, für euch dahingegeben in den Tod. Der stärke und erhalte euch im wahren Glauben zum ewigen Leben. Amen. Nehmt hin und trinkt. Das ist das wahre Blut eures Herrn und Heilandes Jesus Christus, vergossen zur Vergebung eurer Sünden. Nehmt hin und trinkt. Das ist das wahre Blut eures Herrn und Heilandes Jesus Christus, vergossen zur Vergebung eurer Sünden. Nehmt hin und trinkt. Das ist das wahre Blut eures Herrn und Heilandes Jesus Christus, vergossen zur Vergebung eurer Sünden. Das stärke und erhalte euch im wahren Glauben zum ewigen Leben. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.
Christus hat die Gemeinde geliebt. Halleluja. Und hat sich selbst für sie dahin gegeben. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns durch das heilige Sakrament gestärkt und getröstet. Gib, dass wir in der Lehre der Apostel und im Brotbrechen bleiben und in deiner Liebe ein Herz und eine Seele werden. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gehet in dem Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen, Amen, Amen. Es ist noch Folgendes abzukündigen. Sie sind herzlich zum nächsten Gottesdienst der Gemeinde eingeladen. So Gott will, versammeln Sie sich am Sonntag um 9 Uhr zum Gottesdienst mit Christenlehrer. Am Mittwoch findet der Kinderunterricht zu den gewohnten Zeiten statt. Anders als im Plan angegeben, findet am Donnerstag aufgrund des heutigen Wochengottesdienstes keine Bibelstunde statt. Und am Ausgang können Sie noch mitnehmen die neuen lutherischen Gemeindebriefe für den November, also erst ab morgen lesen. Wir grüßen uns mit Gottes Wort für diesen Feiertag. Es steht in 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Der dreieinige Gott segne uns nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.